Hallo Leute, ja, jetzt sind wir hier in der Folge, wo wir vorsichtig sein müssen, weil wir irgendwo die 44.000 noch haben und das war letztes Mal ganz schlecht, da haben wir aber ein paar Fahrzeuge verkauft, dass das Budget wieder ein bisschen hochkommt. Müssen aber gucken, ob wir das da in jedem Fall in den Griff kriegen, weil da war ja ein bisschen mehr Ausgaben und es lief nicht gerade rund und da müssen wir aufpassen, dass das nicht wieder passiert. Also diesen LKW hatten wir, glaube ich, letztes Mal noch ins Depot geschickt, das sieht hier so aus. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir den ein oder anderes Fahrzeug notfalls noch verkaufen, wenn wir wieder in die roten Zahlen rutschen. Aber momentan sieht es ja hier unten ganz gut aus. Schauen wir mal, ne? Logo und dann Großbildschirm. So, dann ja, gib mal die Leertaste und wir haben langsam am Laufen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Warte mal, jetzt bin ich wieder in die Pause gelandet. Nee, warum ist es jetzt rot umrandet, das? Was ist das hier? Hauptquartier. Baue ein Hauptquartier nahe einer Ortschaft, einer Wahl, um den Verkauf an lokale Kunden profitabler zu machen. Die Preise werden erhöht. Okay. Besuche dieses Fenster, um eine Übersicht über die Firmenleistung zu bekommen und das Fabquartier auszubauen. Alles klar. Warte mal, da müssen wir mal schauen. Welches ist es denn die größte Stadt? Das wäre die Frage, ne? Steht das da dran? Ne? 3000? 2000? So, das war Melderichstadt mit 2,2. Birgis hat 3er. 1,9. 2,1, also wäre Birgis momentan wohl unser Favorit, weil am größten, ne? Hier nur so viel. Dann würde ich tatsächlich das Hauptquartier hier hinbauen irgendwo, wenn das wirklich so viel bringt. Hier vielleicht oder so, schauen wir mal. Bauen. Oh, das ist ganz schön groß, ne? Aber ne, vielleicht hier noch, oder? Hauptquartier in Birgis bauen. Hier ist irgendwie aber so ein Huckel. Aber hier wäre schön, oder? Kann ich das auch drehen? Ja, kann man. Würde ich jetzt so bauen wollen. Machen wir mal, oder? Eingetragener Kaufmann. Wir haben Wert von 18 Millionen. Geld 83, Kredit 1,9 Millionen. Gebäude haben wir 134, Regionen haben wir 4. 88 LKW, 17 Züge. Lokale Preis 110 auf 115. Ach, da kann man auch noch ausbauen. Okay, von Level 1 auf Level 2. Okay, machen wir jetzt aber gerade nicht, weil vielleicht, ne? Ja, ist das jetzt gerade nicht die Option. So, unsere LKW fahren ja. Und er hier hat jetzt durchschnittlich. Passt erstmal. Der kriegt also Holz. Wahrscheinlich von hier, ne? Denke ich mal. Na, jetzt müssten wir mal wirklich schauen. Haben wir denn eine Fahrzeugliste hier unten, oder? Ja. Einnahmen, Kosten. Und dann die Einnahmen sind null. Das heißt, wir müssten mal Eisenteile zum Melrichstadt. Müssen eigentlich dieses Fahrzeug jetzt mal angucken. Fahrzeug hat sich verirrt und findet keinen Weg mehr. Okay, noch schlimmer. Wieso hat er sich jetzt verirrt, ey? Der ist jetzt in Melrichstadt. Melrichstadt 8. Und soll wohin? Wo ist Melrichstadt 8? Da unten. Und von da aus soll er nach Melrichstadt Transfer. Das ist da. Da hat er sich verirrt. Da kommt er nicht hin. Das muss mir jetzt einer erklären. Warte mal, kriegen wir die Straße da um die Ecke gelegt? Ja. Und kann er jetzt? Ja, jetzt kann er. Okay, dann ist ja wieder gut. Alles klar, fährt. Fährt er denn auch plus ein? Melrichstadt ist hier rot. Wo sehe ich Statistiken hier? Hester der Stoppelhaar ist der Fahrer. Stoppelhaar.
Sieht so aus, als ob der wenigstens Plus einfährt, ne? Gut. Nochmal in die Liste. Einnahmen keine. Warum hat er keine Einnahmen? Der fährt gerade 50. Hupen, nee, will ich nicht. Ich will gerade das Auto, das Fahrzeug besuchen. Nee, mitfahren nicht, sondern Fahrzeug folgen. Okay. Aber nee, ich wollte dem Fahrzeug doch folgen. Warum ist der jetzt weggesprungen? Warum ist dieses doofe Ding da jetzt davor, ey? Ah. So, auf ein neues. Ah, kann ja nicht sein, oder? So, er hat Zahnräder und fährt wohin? Nach Melrichstadt 6. Melrichstadt 1 war hier, oder? Ja. Und Melrichstadt 6 ist da. Kann das mal hier einer wegmachen? Das ist nervig. Melrichstadt 6 ist hier, aber hier gibt es gar keine Zahnradfirma mehr, ne? Nö. Gibt es denn irgendwo anders eine? Nicht wirklich, ne? Ja, das wäre dann schön, wenn wir das irgendwo hätten, ne? Aber leider gibt es nirgendwo eine Firma, die Zahnräder braucht gerade, ne? Beziehungsweise ich sehe sie dann nicht. Warte mal, da oben war noch ein Städtchen. Hat aber auch keine. Dann sind wir hier unten. Ach, so weit rauszoomen und man kann trotzdem noch was sehen. Sehr gut. Keine Zahnräder. Keine Zahnräder. Warte, hier unten war auch noch ein Städtchen, ne? Auch keine Zahnräder. Passt. Also können wir den schon mal vergessen, oder? Oh, da blinken so viele, ne? So, und wo ist der Wagen jetzt hin? Gute Frage, ne? Und das heißt, kannst du ins Depot schicken. Zum nächsten Depot schicken. Zum nächsten Depot schicken. Erledigt, erledigt erstmal. Warum hat er hier gar nichts? Er fährt Gefrees Abzweig, das ist da, und er fährt nach Heubach West. Das ist hier. Und er könnte Holzträger transportieren, aber nö, es wäre auch komplett möglich. Ach, schau mal da. Wer blockiert denn da alles? Oh, gute Frage, ne? Boah, das geht ja hier voll schief, oder? Wer steht hier wo verkehrt? Wahrscheinlich hier der. Kann ich den so lenken? Nö. Kann ich den umlenken? Nö. Kann ich den umlenken? Nö, es fährt keiner weg. Das ist das Problem dann. Kann ich den wegschicken? Kann ich den ins Depot schicken? Pause ist nicht drin. Das Spiel läuft, oder? Eigentlich schon. Ist das so? Ja, ich glaube, der Dampf bewegt sich hier, dann fährt der Zug auch noch. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier entknote, ne? Den wegschicken. Kriege ich irgendwen denn ins Depot mal geschickt, damit sich hier noch was bewegt? Oh. Ja, das ist schade, ne? Warte mal, was ist hier? So viele Autos. Muss da ein Depot hin, damit das weitergeht? Welche Logistikkette besteht denn hier? Das, das und das, okay. Ist alles da. Baumarkt. Der Baumarkt braucht aber nicht das, was wir hier anliefern. Hier ist Erz.
Und dann haben wir hier noch das Holz gehabt gerade, ne? Die Lieferung ist aber schlecht. Ja, das ist jetzt schwierig hier dann, ne? Welches Fahrzeug muss weg, damit es vorangeht? Und wie kriege ich es weg? Aber ich könnte hier irgendwie zaubern, oder wie war das, ne? So, wähle ein Depot zum Abschleppen. Na, super. Und wo ist das jetzt, wo ich war? Ah, jetzt ist der weg. Den kann ich dann erstmal wieder starten. Vielleicht, ah, jetzt fährt der nächste. Okay, jetzt rucken sie alle einen auf. Ich glaube, hier liegt es am meisten dran. Ne? Das heißt, oh, den schleppen wir auch so ab. Zum ausgewählten Depot senden. Nee, das funktioniert. Ich muss das mit dem Abschleppen, glaube ich, machen, damit das funktioniert. Aber irgendwie funktioniert es bei dem jetzt nicht, ne? Oh, nee, ne? Warum geht das bei dem nicht? Kann doch nicht so schwer sein, oder? Nächstes Fahrzeug, gleicher Versuch. Passiert aber auch nichts, oder? Ja, wenn das so ist, ne, das bringt ja wieder gar nichts, ne? Schlepp den mal ab, vielleicht geht das noch. Nö, macht er auch nicht. So, wie kriege ich das dann entstaut? Ja, Fahrzeug ist unrentabel. Ja, ist klar, dass sie alle unrentabel sind, weil hier nichts passiert, ey. Abschleppen, bitte. Und macht er nicht. Ach, nicht genug Geld, da steht's doch. Gut, das heißt, gehen wir in die Werkstatt hier und dann einfach verkaufen. Ja. Verkauf sie alle gerade. Hat ja anders keinen Sinn wieder, ne? So, nochmal da unten hin. Das Abschleppen kostet dann wieder Geld, was wir nicht haben, ey. Also, das war der. So, schnellstens abschleppen. Kann dann auch wieder fahren, eigentlich. Abschleppen kann dann auch wieder fahren. Abgeschleppt, kann fahren. Wo waren diese ganzen Autos jetzt hier in diesem Chaos? Tut sich jetzt was? Nicht wirklich, da müssen noch zwei Fahrzeuge weg. Oder nee, der fährt jetzt doch da durch. Wofür ist dieses Rote? Wenn ich E drücke, ist das alles rot. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall passiert jetzt hier gerade was. Das ist schon mal gut. Ich weiß aber nicht, wo die alle mit dieser Ware hinwollen. Ist hochkompliziert leider. Also hier muss abgeladen werden, ne? Der macht das schon mal. Doch, er macht es. Okay, dann ist gut. Der ist schon mal nett. Und der müsste auch abladen können. Weil die brauchen das doch, oder?
Nö, die haben hier im Lager genug. Das heißt, den kannst du eigentlich stilllegen, ne? Machen wir hier zum nächsten Depot senden und fertig. Warum fährt der jetzt wieder nicht mehr? Oh. Haben wir noch genug Geld zum Abschleppen? Ich hoffe es. Und dann fahren wir weiter. Kriege ich diesen Stau irgendwann nochmal enviert? Warum steht der jetzt doch jetzt? Nein, der fährt auch wieder hier. Englisch ist nicht englischer Verkehr. Die wollen drehen wahrscheinlich. Kann das sein? Das könnte sein. So, nicht ins Depot. Heubach West? Nee, Gefräß. Fährt er aber nicht. Gut, dann muss der vielleicht auch nochmal dahin. Nun fahr bitte. Jetzt kam hier schon wieder irgendwo ein LKW um die Ecke. Der blockiert. Na, das war der Bus. Der blockiert mich jetzt wieder. Pass auf. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Jetzt muss ich schneller sein wie die anderen, die da wieder kommen. Jetzt geht's nicht mehr, weil wir da kein Geld haben. Du glaubst es doch nicht. Und jetzt ist keiner mehr im Depot drin, wahrscheinlich. Da kann ich nichts verkaufen. Super. Haben wir hier einen Zug zurückgeschickt? Nein. Das heißt, ich muss jetzt irgendein Fahrzeug loswerden. Zurückschicken einfach. Diese Schrauben-LKWs, die kannst du schon mal dann ins Depot schicken, weil wir haben ja gar keine Schrauben irgendwo zu verkaufen. So, ins Depot, Garage 1. Er fährt da auch hoffentlich hin, ja. Hier ist das gleiche in grün. Du kannst auch zur Garage fahren, weil das bringt ja auch nichts. Oh Mann, solche Knoten wie diese hier, die bringen einen um, ne? Wo ist er jetzt? Jetzt weiß ich noch nicht mal, wo dieser Knoten ist. Ne? Hier unten weiter war der, oder? Ja, jetzt stehen schon die nächsten Fahrzeuge wieder hier. Super, oder? Das kostet mich einfach zu viel, die wieder zurückzuschicken. Ne? Ja. Der ist schon angekommen. Toll, dann können wir den gleich verkaufen. Zack, und das Schlimme ist, dass ich immer rauscrawlen muss, da hochfahren muss, um den zu verkaufen, ne? Beziehungsweise zurückzuschicken. So, der nächste will jetzt auch hier wieder abbiegen, pass auf. Ja, genau, ich weiß nicht, warum die hier nicht weiterfahren, sondern da weiterfahren. Weil da, was die da veranstalten, das kann nur zum Stau führen, ne? Und wir haben noch Geld, sieht so gerade so aus. So, da haben wir auf jeden Fall ein paar Fahrzeuge, die wir dann auch gleich verticken können wieder, ne? Hier, zack, weg damit. Da war nämlich einer mit dem Dingens, wie heißt es? So, der fuhr jetzt richtig und der will jetzt drehen, wetten? Oder? Ne, der biegt ab. Was mit dem jetzt hier? Ist keine Ampel, brauchst nicht auf grün warten. Oh, jetzt sieht es ein bisschen so aus, als ob was passieren könnte. Wenn der jetzt nicht hier direkt links fahren will, nämlich drehen will. Ich glaube, das waren immer diese Holz-LKWs. Genau, diese Sorte Holz-LKWs ist das. Und die sind jetzt erstmal weg. Die lasse ich auch nicht mehr wieder befahren erstmal. So, jetzt könnte was klappen, weil hier keiner mehr ist. Aber ich glaube, jetzt könnte es funktionieren, dass sie weiterfahren. Der drehte mich jetzt, siehst du? Oh, jetzt steht der nächste hier, das war's dann. Oder? Klappt das jetzt? Ja. Nee, du kannst hier weg.
Ja, ich sag mal, ich werde mal gucken, dass ich das ans Laufen kriege. Hier, und das mache ich aber offline. Folge ist sowieso schon so lang. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Mann, 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 ey.